Bei mir geht das nicht. Geht nicht? Okay. Nee. War merkwürdig. Naja, ist nicht so schlimm. Ja. So. Genau, also es ist so, diese Tür da links, das ist quasi die Abkürzung, die ich dann immer genommen habe, um später da hinzukommen. Die müssen wir uns aber erst freischalten. Das heißt, wir müssen erstmal mit dem Fahrstuhl dann fahren und so. Ja, jetzt geht's erstmal auf die Fräse. Sehr schön. So. Hier müsste gleich der. Mit R kannst du die Gegner fixieren. Okay. Dann kannst du hier die Also da was Aktion. aufheben. Ah, genau. Ich weiß gar nicht, ich habe Alter. jetzt ein Altmetallschild aufgenommen. Ja. Was hier, hast du das auch bekommen, oder? Warte, ich muss noch, wie rüstet man das denn aus? Geh mal auf Escape. Ja. Und guck mal, ob da irgendein Quadrat aufleuchtet oder Oh so. ja. Ja, ich hab's. Super. Wie benutzt man das? Ja, das behält man, also ich glaube, das benutzt er automatisch. Also ich hätte jetzt mit, oh, das schmeckt auf jeden Fall schon viel besser, als man alleine hier zugeschlagen hat. Mit der rechten Maustaste machst du einen fetten Schlag. Alter, das war ja perfekt. Alter, aber was für ein Timing, ne? Ja. Richtig synchron. Da hätten wir bestimmt eine 10 gekriegt. Auf jeden Fall. Auch beim Synchronschwimmen. Ja, ich denke auch. So. So. Gut, dass man sich nicht gegenseitig totschlagen kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie das laufen soll. Wenn wir beide. Achso, du hast genau. Wenn wir beide oder einer von uns stirbt, wie das dann ist, möchte ich mal wissen. Ne, da bin ich mal gespannt, ob ich dich heilen kann oder so. Hier müsst ihr jetzt hier runterfallen. Aber nicht weitergehen, weil hier gibt es eine Abkürzung. Und zwar genau da lang. Da, wo du, genau. Oh nein. Okay, ich bin runtergefallen. Ich bin gegen dich gesprungen, glaube ich. Ah, okay. Ist aber nicht schlimm. Ich komm mal rum. Ja. Ist halt nur, wenn man hier lang geht, dann ist es einfacher. Ich kann gar nicht mehr zu dir, ne? Nee, wir treffen uns dann gleich unten, vermute ich mal. Also ich bin jetzt hier oben quasi. Das ist macht alleine, macht es auch Sinn. Weil es ist einfacher da. Ich kill nur mal ein paar Monster. Es ist einfacher hier durchzugehen, als wenn man da lang geht, wo du jetzt runtergefallen bist. Aber wir treffen uns gleich unten. Gott. So. Weil da kommen nämlich auch noch, da kommt noch so ein grüner Geist und ein Scheiß. Was Blödes So. ist, dass man die Tasten nicht umstellen kann. Ja, das stimmt allerdings. Ich würde mir echt gerne das Ausweichen auf eine andere Taste legen. Ja, man bricht sich da mal ganz schnell die Finger, ne? So, Auf ich jeden Fall. komme jetzt mal zu dir. Wobei, warte mal. Ach, du bist auf der anderen Seite. Ich vermute mal, du musst dann weiter runter. Das schon. Ah, sehr gut. So. Jetzt gucke ich mal, ob wir ob ich das Secret von uns, ob ich das Secret noch finde. Ne, hier war. Warte mal, war das hier? Ne, dann war das. War das vielleicht sogar hier? Da war nämlich irgendeine Wand, die konnte ich kaputt hauen. Das ist ja fett. Das ist ja krass, da muss man die ganzen Wände ständig schlagen. Ja, genau. Merkwürdig.
merkwürdig, merkwürdig. Hier ist noch ein Gefangener. Mit dem kann man auch reden, aber der macht jetzt hier nur blöde Sprüche. Und den hau ich auch gleich um. Ah, okay. Also mit dem kannst du labern, aber der erzählt dann nur dummes Zeug irgendwie. Also. Komisch. Ja, ich. Schade, die hätte ich mir mal merken sollen. Aber es war auf jeden Fall. So. Jetzt kann ich dir mal was zeigen. Ein kleines Geheimnis sozusagen. Ich weiß immer nicht. Aber warte mal, ich zeig mich mal. Ja, hier bin ich. Genau. Und zwar, wenn wir jetzt hier hochfahren, musst du E drücken und dann nach oben drücken. Dann gibt es, würden wir ja normalerweise geradeaus laufen und da hinten runterrutschen, wenn wir wieder zurück wollen. Aber hier kann man auch noch zurück runter und da ist ein verstecktes. Da ist was versteckt. Genau. Und zwar hier ist irgend so ein INB-Tresorschlüssel. Ah ja. Genau. War das hier vielleicht irgendwie? Der Wand, ne. Vielleicht ist das auch immer ein Zufallsgenerator oder so. Dass das nicht immer passiert. Naja. Das kann auch sein. Ja. So, okay, dann fahren wir nochmal hoch. Fahren hier wieder runter. Und holen uns dann erstmal den Fahrstuhl. Ist ganz geil gemacht mit der Leiter. Gefällt mir. Das ist witzig. Gibt's ja nicht, ja. Ich bin enttäuscht. Da dachte ich so, oh, hier voll das Secret und so. Naja. Das nächste Mal vielleicht. Ja. Was ätzend ist, hier läuft ab und zu so ein grüner Geist rum. Und so ein ganz fetter. Aber die kommen nicht oft, nur ab und zu halt. Ah, ich habe ein Opferkopfstück gefunden. Ja, ich auch. Ah, super. Das kann man dann aufsetzen, ja? Mhm, genau. Alter. Geht ab. Alter, ist das eine krasse Zahnspange. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So. Oh, Fragment trennt sich von deiner Welt. Wo bist du? Ja, war aber stand bei mir auch gerade. Okay. Und ich habe einen Ladebildschirm. Oh. Ja, ich bin wieder raus. Irgendwie. Na gut, dann gehe ich nochmal rein. Jo. Fahrstuhl ist auf jeden Fall geholt. So, es verschmilzt wieder. Oh. Aber das ist total gut. Wenn ich rausgehe und wiederkomme, habe ich wieder volle Heilung und alles. Ja. Das ist auch mal ein Trick, den ich benutzt habe, als ich diese zwei Fetten da oben fertig gemacht habe. Ich habe den immer geschlagen, weil du musst diese zwei großen Ritter, die da kommen, noch fertig machen. Hab die immer geschlagen und wenn ich gemerkt habe, okay, meine Energie war zu Ende, dann bin ich mal runtergelaufen zum Kristall und habe mich mit ihr wieder rangelehnt und dann habe ich die Energie aufgeladen und bin ich wieder hingerannt. Ah. Das Blöde ist nur, ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Achso, fängst du nicht bei mir an? Na, von dem Splitter. Also von diesem Riss hier. Warte mal, dann hole ich dich mal. Da muss ich, dauert nur ein bisschen. Ich muss Alter, ging's doch die Treppe runter, ne? Und ja, hier? Genau. Ja, warte dann. Renn ich hier einfach mal runter. Ja, doch, jetzt kann ich mich erinnern. Ah, sehr gut. Jetzt bin ich hier runtergeklatscht. Klatsch, klatsch. Oh. So, bin gleich da, glaube ich.
Genau, hier sind wir runter. Das ist ja schon die Halle, wo der Fahrstuhl ist, ne? Wo man hier so runterspringt. Genau. Hier ist der Fahrstuhl. Warte mal, ich komme auch gleich da. Ich habe nochmal eine Säule organisiert, die habe ich gefunden. Ja. Ist auch schön, kommst du zur Arbeit und sagst, ja, ich habe hier erstmal eine Säule organisiert. Genau. So, okay. Alles klar, da wäre ich hochgegangen. So, dann gehe ich wieder runter. Ja, ich habe, es gibt hier noch so viele Räume und Wege. Das ist echt Wahnsinn. So, ich bin gleich wieder in der Halle. Zack. Ah, da bist du ja. Mal. Hallo. Wie machst, nimmst du das Schild? Mit links alt. Ach du Scheiße. Aber das ist ja richtig, da verkrüppelt man sich richtig die Finger. Ja. Ich habe, Das ist ja richtig ätzend. ja, ich hatte auch mit der Steuerungstaste richtig Probleme am Anfang, dass ich die nehmen Das musste und so. geht noch einigermaßen, aber dieses Ja. alt, also das ist ja richtig. Da verkrampft richtig mein Daumen. Ja. Ich habe auch mein Joypad angeschlossen, aber das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Mein Joypad. Meinst du, damit kann man auch spielen? Ja, also bei Steam steht sogar Recommend. Also, dass es empfohlen wurde. Sogar ausdrücklich sozusagen. Aber. So. Mal kurz, was bei mir geht. Ach nee, ich habe ja, ach nee, hier habe ich das gar nicht installiert. Egal. Gut. Okay. So, Was wenn du ein raus. bisschen. Ach so, genau, ich komme mal zu dir. Jetzt Ja. aufpassen, hier rechts ist der ganz fette, den wir schaffen müssen. Aber der schießt da irgendwelche Pfeile aus dem Boden. Ich will mal gucken, ob die Abkürzung jetzt funktioniert. Nee, da ist der Endgegner, okay. Wir müssen mal kurz in die andere Richtung laufen. Er hat mich voll getroffen mit seinen komischen Dingern da. Echt? Ah, ich lauf noch mal. Mit Shift kannst du schneller laufen. Ja, ne, das kennst du, Ja. glaube ich. Genau. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dann immer uns aufzuleveln, Energie zu tanken. So, und zwar müsste das hier sein. Ach Noch so. so ein Ja, Typ. zwei Stück gibt es davon. Die sind echt heftig. Mal gucken, ob ich die Tür aufkriege. Ja. So, pass auf. Ich zeig dir jetzt mal die Abkürzung. Quasi hier, ne? So habe ich das immer gemacht. Ich habe den immer auf die Fresse gehauen. Und dann habe ich mich hier wieder aufgeladen. Ah ja. So, Aktion verbraucht nicht. Werd mal die ganzen Aktionen einsammeln. Also die kannst du verbrauchen, dann kriegst du oben deine Punkte. Und dann kannst du deine irgendwas aufleveln. Also muss man die verbrauchen? Ja, musst du verbrauchen, damit du mehr Punkte kriegst. Ich habe jetzt Okay. Stärke aufgebessert. Wo kann man das machen? Wenn du über den Aktionen steht ja, warte mal, Benutzerinfusion. Ah ja. Klickst Ah. du drauf und dann siehst du auch die Levelkosten. Levelkosten sind 201 bei mir jetzt. Dann drückst du mit einem Pfeiltaste nach rechts, zum Beispiel bei Gesundheit. Ach so. Und die werden immer teurer. Jetzt kostet mein schon 252. Was hast du gelevelt? Ich habe einmal Gesundheit von 2,1 auf 2,2, Ausdauer auf 2,2, Stärke auf 2,2. Warte mal, wir können auch nicht zeitgleich ran, ne? Die Punkte da oben, schrumpfen die bei dir auch, oder? Noch nicht, ich verteile erstmal. Ah, okay, ich dachte nur nicht, dass ich die ja verbrauche.
Und dann auf einmal schrumpft das hier irgendwie bei dir. Also haben wir alle beide unsere eigenen Punktzahlen, ne? Ja. Okay. So, nächste Levelkosten sind bei mir 474. Wo kannst du mal ran? Ich weiß ja gar nicht, was hier irgendwie... Also Stärke und Ausdauer ist wichtig und Reflexe brauchst du auch. Mit später für die anderen Waffen, die man noch bekommt. Kognitiv kannst du auch. Ich habe jetzt... warte mal, was habe ich denn jetzt aufgelevelt? Also ich habe jetzt Gesundheit auf 2, Ausdauer auf 2, Energie auf 2, Tragkraft auf 2, Stärke auf 2, Reflexe. Kognition und Weitblick habe ich jetzt noch auf 1. Das level ich nach und nach dann. Ja. Na gut, bestätigen. Ich habe alles bis auf das letzte jetzt auf 2. Ah, prima. So, jetzt können wir hier wieder hoch. Ja. Ja. Und jetzt, wir müssen beide Typen schaffen hier. Das ist immer ja locker hin. Ja, zu zweit bestimmt. Alter, der hat mich platt gemacht. Beim ersten Mal schon. Oh. Heftig. Kann ich dich denn irgendwie jetzt wiederbeleben oder so? Nee, aber ich werde wahrscheinlich unten bei den Splitter wieder auftauchen. Nee, wir sterben dann beide. Also ich, bei mir ist Ladebildschirm. Ah, okay. Ach krass, wenn einer stirbt, dann sterben beide. Ist ja krass. Ja, das ist echt schwer. Also der ist auch richtig schwer, ey. Wo bist du jetzt? Ich bin hier oben. Bin quasi die Abkürzung gelaufen. Ah ja. Hier ist die Abkürzung. Weil sonst müsstest du unten wieder durch ein Level und kommst wieder beim Fahrstuhl raus. Und so ja. Kannst du den Fahrstuhl gleich umgehen. Achso, und da vorne sind die Aktionen, die ich verloren habe, die Punkte. Die kannst du dann beim nächsten Mal, die kannst du dann immer wieder aufsammeln. Ah, ja. Ja. Ah, jetzt ist der Geist auch da, das ist übel. Müssen wir aufpassen, dieser Grüne, der ist richtig schwer. Am besten, wir laufen erstmal in die Halle. Ganz nach hinten. Ja. Du hast auch kaum Energie, kannst ja mal F drücken, wenn du stehst. Ach, man muss dafür stehen. Mhm. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns um den Geist kümmern. Ah, der rennt jetzt weg. Die sind echt mies, ey, und wir sind so schlecht ausgestattet. Der ist bald down. Ja. Alter, geil. Zweit ist das natürlich geil, ne? So, am Anfang, Alter, ganz alleine war das übel. So, und dieser Ninja ist übel, der geht mir ein bisschen auf den Piss. Der läuft jetzt hier bestimmt auch gleich wieder irgendwo rum. Ah, hier gibt's noch was zum Einsammeln. Insulinstange. Du kannst später halt auch noch Waffen herstellen und so Krams. Ja. So. Neulich war ich auch auf dem, diesem Jahrmarkt, hab mir auch so eine schöne leckere Insulinstange geholt. Das hört sich an, als wenn einer mit einem Zuckerkranken zusammen ist. Alter, zeig mir mal deine Insulinstange. Alter. Mann. So, warte mal. Alles klar, so jetzt Einstellung läuft. Hä? Warum sind da jetzt drei? Alter, da hinten läuft ja noch einer rum. Oh, warte mal. Oh. Vielleicht weil wir zu zweit spielen? Ja, das kann sein. Aber das können sie. Oh, da ist der Geist wieder. Oh, scheiße.
Sollten wir erstmal wieder ein bisschen weglaufen. Muss mal gucken, wenn du mit F nicht mehr aufladen kannst im Stehen. Muss ich dir besten. Ah, dann müssen wir mal die Abkürzung nehmen. Ah, gut. So, kann ich. Ah, ich konnte mir auch eine Insulinspritze. Oder Energiespritze. So, der ist weg. Sehr gut. Sind die alle nieder? Ja. Alter, das ist echt. Also, das ist ja ein Geschenk zu zweit. Ja. Ich frage mich auch, inwieweit das Schild hilft. Hm. Nein. Oh nein, jetzt hat er mich getötet. Ach, scheiße. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Nein. Nee. Okay, aber wenn wir Glück haben. Okay, müssen wir mal gucken, ob wieder alle drei auftauchen, oder? Ich hoffe nicht. Das ist der Schwierigkeitsgrad. Aber das Gute ist, warte mal, ich kann hier gleich wieder leveln. Meine Punkte. Ach nee. Ich müsste. Scheiße, Benutzerinfusion. Ich habe hier 0 Punkte. Du musst die abholen, ne? Ja, genau. So. So, gehen wir mal wieder die Abkürzung hier. Genau. Aber ich kann leveln, ich habe 2000 mittlerweile wieder. Oh, sehr alter, fett. Ich glaube, ich komme einfach erstmal mit. Also Stärke ist immer sehr gut. Oh, die sind wieder da. Ja. Das geht immer so elegant. Ich hab später dann mal Level 54 oder so. Ja, mach ihn fertig. So gut, kann ich mal teasen und du kannst ihm in den Rücken hauen. Ja, Alter, voll Massage-Move hier. Ja. Alter, das, ja. Echt, das ist ja richtig strategisch. Alter, jetzt habe ich 600. Und man kann ja auch hier, ich hole mir noch mal ein bisschen. Ich level noch mal kurz. Okay, dann komme ich auch noch mal mit zum Level. Das kann ja nicht schaden. Nee. So, dann nehme ich mal. 474 brauche ich mittlerweile schon. Dann nehme ich mal Gesundheit auf 3. Jo. Alter, 2000 Punkte hast du schon, ey. 3090 sogar. Ach ja, weil wir den Typen jetzt ja umgehauen haben. Jetzt habe ich nur noch 1200. Ja. Hab ich fett aufgelevelt. Alter. Jetzt Bruce. Kann ich bestimmt schon den Endboss schaffen. Ja, auf jeden Fall. Bruce Lee. Ja, ich hab's dann immer so gemacht, ne? Ich hab den ein paar Mal geschlagen und wenn ich gemerkt habe, meine Energie ist zu schwach, dann bin ich mal wieder zurückgelaufen. Ja. So. Da ist auch deine Lebensessenz. Wow. Ganz ruhig, Junge, Mann. Oh nein, der Geist ist auch da. Oh, der hat mich gekillt. Oh. Scheiße. Ich kann aber jetzt zu. Ach, du kannst dich nicht wiederbeleben. Ich kann dich wiederbeleben, das ist gut. Warte mal, dann laufe ich mal weg und hol mir mal Energie. Hä, aber wieso kann ich dich nicht wiederbeleben? Das weiß ich auch nicht. Hab mich schon gewundert, warum bücke ich mich denn da für dich da? Was ist denn da los? Konntest du, als du gestorben bist, zugucken durch so ein. Das sieht aus wie, als würde ich aus so einem komischen, rostigen Loch rausgucken. Okay, nee, das konnte ich nicht. Lebe wieder. Du lebst wieder? Okay, ach, weil ich am Punkt war und da habe ich dich dann wahrscheinlich wiederbelebt, ne? Ja. Ah, dieser Ninja, ich sag ja mal, Ninja ist aber ein Geist. Ja, ich finde den schon echt übel. Alter, der hat mich wieder umgehauen. Echt? Mit einem Schlag hat der Geist mich. Ja, das ist echt übel. Jetzt gebe ich außerhalb der Map. Warte mal. Das sieht sehr merkwürdig aus. Alter! Ich
Ich wollte dich wiederbeleben, aber keine Chance. Warte mal. Ich klau mir mal die Punkte. Also meine Punkte. Ah, ich lebe wieder. Oh, jetzt bin ich tot. Oh nein. Oh, wieso kann ich dich nicht wiederbeleben? Das ist voll blöd. Ja. Es wird einfach neu geladen. Ja. Das ist ja blöd. Also man müsste sich schon... Das wäre schon irgendwie wichtig, sich gegenseitig wiederbeleben zu können. Ja, finde ich auch. Jetzt habe ich wieder 0 Punkte. Jetzt kann ich meine Aktionen da wieder einsammeln. Ah ja. Aber warte mal, vielleicht kann ich auch schon Aktionen ein... Manchmal kannst du... Hast du auch Aktionen irgendwie, die du eintauschen kannst? Nee, ist noch nicht. Okay. Ja, das ist echt... Also ich, Schwierigkeitsgrad ist schon nicht ohne, sag ich mal. Alter, der hat mich gleich platt gemacht, ey. Oh nein. Ah, scheiße, und ich kann halt nichts machen, ne? Also das ist ein bisschen schade, dass sie das so gemacht haben. Hm. Das scheint dann so zu sein, dass wirklich derjenige, der beitritt, ist wirklich nur Helfer und kann nicht groß was machen. Das ist voll der Assi. Ja. Genau, mein kleiner Sklave. Ja. Ja, vielleicht sollte ich den wirklich dann von hinten fächern. Während der auf dich zuläuft oder so. Ja, ich... Oh, nein. Boah. Aua. Alter, der haut mich... Boah. Haut mir aber auch mal gleich einen zwischen die Hörner, ey. Den schaffst du. Oh nein. Oh Mann, ey. Kurz davor, ne? Ja. Oh, ich bin das doch so gewöhnt, ey. Mein anderer Charakter ist schon auf Level 59 oder so. Ja. Der kitzelt den zweimal und dann fällt der schon um. Ich sehe auch gerade, die haben ja auch so eine komische Kutte an. Ja. Jetzt muss aber. Meinst du, jetzt geht richtig ab? Jetzt geht's ab, ja. Der geht so ein bisschen warm, der Typ, ne? Der ja, typ. Ja. Alter, das ist echt schwer, ne? Jetzt kannst du vielleicht auch nachvollziehen, warum ich so frustriert war am Anfang, als ich das gespielt habe. Ja. Ich brauche auch mehr Ausdauer, glaube ich. Also, ne, am Anfang, also mit der Ausdauer ist schon, weil wenn man schlägt, verbraucht man Ausdauer und auch wenn man halt wegspringen will. Ja, absolut. Und das ist halt echt ätzend. Ja, das habe ich später dann auch gemacht. Also Ausdauerkraft ist ganz wichtig. Was ist eigentlich dieser Ring oben links da, dieses komische? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass man irgendwie Alter, der hat mich gleich gekillt. Oh nein. Du kannst... Irgendwie mit C und dann 1 und 2 und 3 kannst du was machen. Unten links irgendwie an den Waffen. Da gibt es dann später noch so Steine, die man einsetzen kann. Aber oben links, das habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Du kannst auch manchmal, sind dann deine Energiereserven aufgebraucht. Also kannst dich da nicht mehr heilen. Wenn du dann aber genug Leute umhaust, dann kriegst du wieder Energie. Was passiert jetzt schon was, wenn man C... gedrückt und 1 und 2. Ja, bei mir ist... Und was passiert da? Ja, mit 3, ne? Ja. Ich weiß auch nicht.
So, okay, dann muss ich. Ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen so zu konzentrieren, wie ich es gemacht habe, als ich es alleine gezockt habe. Ja, auf jeden Fall. Aber was krass ist, was ich auch krass finde, man merkt auch gar nicht, wenn er einen trifft. Nee, genau. Das ist echt übel, das der hängt Typ. Da fest. Schön. Erstmal heilen. Oh, nein. Na gut, egal. Oh, oh nein. Ah, Mann, ey. Das ist, manchmal kannst du dich dann auch nicht mehr bewegen, wenn er dich dann in einem Mangel hat. Ja. Die sind schon brutal, die Viecher. Mm. So, jetzt aber. Aber bei Remnant war es ja am Anfang auch so. Wie oft haben wir diesen einen verfickten Level da gespielt, ne? Ja. Ich wusste gar nicht, es gibt auch einen Absaugwert. Okay. Der Absaug... das... Das hat sich lustig angehört, was da stand. So, mal gucken, kann ich... Ich will mehr Ausdauer haben. Mhm. Geht aber nicht. Nicht genug Punkte. Na, schade. Eigentlich müsste man es echt so machen, ich müsste zuerst den bekämpfen, damit ich zuerst sterbe, weil du kannst mich ja wiederbeleben. Andersrum geht's nicht. Ja. Den Rest... Also wenn wir einen fertig haben, sollten wir auf jeden Fall gleich wieder leveln, ne, irgendwie. Gegen sein scheiß Schild. Achso, wenn du einen Gegner mit R fixiert hast und du merkst, dass du da nicht mehr weg kannst, dann kannst du wieder R drücken und dann bist du da befreit. Alter, das hat eine Elbverzuckung gehabt. Okay. So, ich level gleich wieder ein. Auf. Ja, vielleicht kann ich jetzt auch. Gucken, was nehme ich denn? Ja, Ausdauer. Genau, Ausdauer packe ich auch mal auf 3. Stimmt. Ausdauer ist echt wichtig. Ja. Bei dem anderen Charakter habe ich so gemacht, da habe ich nur auf Stärke gesetzt. Das bringt dir aber irgendwann dann auch nichts mehr. Ach scheiße, wir können uns ja auch gegenseitig behindern beim Hochspringen hier, ne? Ja, deswegen bin ich ja runtergefallen das letzte Mal. Ah. Wo du meintest, hier muss man rüber. Ich bin voll gegen dich gegengeklatscht und dann bin ich runter. Genau. Klatsch, klatsch. Es gibt hier auch übrigens noch irgendeinen Nebenraum. Da können wir dann sogar auch noch ein paar Punkte holen. Da sind so ein paar kleinere Gegner. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die großen, ne? Ja. Oh. Komm. Oh Gott. Scheiße, der hat mich gleich platt gemacht. War mich auch. Alter. Übel, das stimmt, übel. Das ist schon nicht ganz easy, weil man kann auch nicht durch einander durchspringen. Ich bin auch gerade gegen dich ausgewichen und quasi an dir hängen geblieben. Also ne, man kann, muss echt aufpassen. Das ist ja echt crazy. Ja. Ah, meine Aktionen waren diesmal sogar an dem Dings hier. An dem Stein. Aber ich habe nur 116 Punkte. Also Aktionen sind eigentlich nur Punkte, die du sammelst, die du dann umwandeln kannst, ne? In Punkte. Ja. Ja, müssen wahrscheinlich wirklich von unterschiedlichen Richtungen angreifen, ne? Ja. Alter, du bist gleich tot.
Ich habe volle Energie. Echt? Bei mir ist es total tot. Also eigentlich sieht es tot aus. Alter, jetzt hat er mich erwischt. So, und jetzt hat er geschlagen, aber ich konnte jetzt weglaufen. Ja, ich bin umgefallen. Okay. Oh, der Ninja kommt, okay. Oh, dann stehe ich gleich auf, wenn du zum Stein gehst. Ich glaube, das mache ich auch. Es macht Sinn, ne? Ja. Und ja, genau. So. Jetzt habe ich mich verbunden. Bist du aufgestanden? Nee, warst du am Stein? Ja. Komisch. Nee, diesmal nicht. Okay. Den hast du auch berührt, ja? Ja, klar. Genau. Komisch. Nee, jetzt bin ich immer noch tot. Die haben wahrscheinlich im Hintergrund schon gepatcht. Ja, genau. Alter, er hat viel gepatcht letzte Tage. Ja. Spring. Oh, manchmal funktioniert die Steuerungstaste nicht so richtig. Ja, finde ich auch. Oh, du hast ihn, aber der Geist ist hier noch irgendwo. Ich hoffe, der sieht, der lässt mich zufrieden. Steht da hinten an der Tür. Jetzt kommt er angelaufen. Oh. Ich glaube, den sollten wir jetzt erstmal platt machen. Ach, da ist er. Jo. Hat dich das Wiederbeleben von mir verletzt? Ja, ein bisschen irgendwie. Aber ich würde sagen, lass uns nochmal zum Stein laufen, weil jetzt können wir beide nochmal leveln. Und dann können wir unsere Energie auch aufladen, dann können wir den dritten noch platt machen. Sehr gut. So. Das ist aber wirklich so. Also mein Gefühl, ganz am Anfang ist es halt so schwierig. Aber später ist es dann nicht mehr ganz so schwierig. Also wenn du dann so ein bisschen gelevelt hast und so. Also irgendwie sieht das so bei mir manchmal aus, als wenn der gleiche Werte verstärkt, wenn man bestimmte Sachen. Also man kann zum Beispiel zwei verschiedene Werte leveln, aber der erhöht immer das gleiche Attribut irgendwie. Okay. Also zum Beispiel, wenn man, ich habe da ein Beispiel, ich muss mal drauf gucken. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt bei Gesundheit bin, du kannst ja hoch und runter machen. Und dann kannst du ja bestätigen, also musst du ja nach rechts drücken, dann kannst du bestätigen. Ja. So. Nee, ich meine sowas, wenn du Tragkraft zum Beispiel levelst, dann kriegst du zu Physik extra. Okay. Aber wenn du Stärke, dann kriegst du auch zu Physik einen Bonus. Ah, okay. Und ich glaube sogar bei Kognition, also ne? Hm. Rechts siehst du ja immer, wie, um wie viel Prozent sich das ja erhöht. Ah ja, genau, okay. Ich habe jetzt 663 kostet mein Level jetzt schon. Ich konnte nur einen, also wir müssen jetzt den nächsten umklatschen, damit ich wieder leveln kann. Ja. Na gut, dann klatschen wir den mal um. Ja. Ja, aber das ist also mit der Steuerungstaste da. Also manchmal. Das finde ich auch übel. Ich muss mal gucken, ob ich. Sind ja wieder. Oh nein, es sind zwei. Okay. Und der hat mich sogar getroffen, jetzt hier der Lümmel. Ja, mich hat auch. Oh, der hat mich gekillt. Oh. Ja, das ist wirklich krass, dass man gar nicht merkt, dass er einen getroffen hat. Ne? Es gibt weder Sound noch visuell irgendwas. Oh ja, jetzt hat er dich auch gut getroffen. Wow. Scheiße. Ah, ah Mann. Aber das ist halt, wie gesagt, du stirbst halt oft am Anfang. Ja. Aber du kannst dann halt auch immer wieder, wenn du so einen Typen abgemackelt hast, dann gleich. Kannst du gleich leveln und dann beim nächsten Mal wird es dann noch besser. Ja. So. Ja, ist schon ganz witzig. Ja.
Ah, warte mal, hier sind sogar meine Aktionen, wenn ich einsammeln. 394. Aber dieser Geist, den haben sie zu schwer gemacht, auch am Anfang. Dieser Ninja-Typ, ey, den finde ich echt übel. Dieser Grüne. Ich finde die Dicken echt schwieriger. Mhm. Der Grüne hat uns bis jetzt noch kein einziges Mal getötet, glaube ich. Aber der, diese riesigen Viecher hier. Alter, schon wieder, ey. Oh, das hat am Anfang so gut funktioniert, mit, auch mit Steuerung, mit dem Zurückspringen, aber... Ah, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja. Ja, vor allem ist es echt schwierig, weil, wenn du stirbst, ist auf jeden Fall immer zu Ende. Wenn ich sterbe, dann ist ja wenigstens, kannst du ja versuchen, mich wieder zu beleben. Ja. Warte mal, wir können noch mal kurz was machen. Ich hol mir noch mal, ich mach mal hier ein paar, kill mal ein paar von hier unten. Dass ich über 400 Punkte komme, dann kann ich mir noch mal den nächsten Level holen. Ja. So. 424. Hier kann man übrigens auch runter schon. Da fällt man zwar ein bisschen tiefer und verliert ein bisschen Energie, aber... Ich bin tot, kannst du mich runterlegen? Ah, okay. Ja, warte mal. Hier findest du nämlich auch nochmal eine extra Aktion. Okay. So, jetzt habe ich wieder 529 und Aktion. Hier ist auch noch ein versteckter. Ach, da bist du. Ja, die, da steht zwar Fragment, aber... Ich bin direkt vor dir, jetzt bist du über mich drüber gerannt. Auf der Treppe bin ich. Okay, zeigt er dich an? Nee. Der zeigt dich gar nicht an, du bist irgendwie im Boden drin oder so. Oh nein. Das ist ja merkwürdig. Warte mal, dann... Jetzt... Mich jetzt? Nee, jetzt ich... Also du bist der, bei mir steht nur Fragment. Warte mal, ich bücke mich mal. Guck mal. Ja. Oh. Warte mal, wie waren. Ah ne, das geht ja hier gar nicht, ne? Vor allem, ich kann jetzt auch nichts machen, außer rausgehen. Sonst komme ich nochmal wieder, ne? Ich gehe mal raus und dann joine ich nochmal. Okay. Dann gehe ich schon mal. Weiter Viecher killen. Ja, ich lauf dem mal zurück, dass ich da wieder an unserem Ausgangspunkt bin. Alter, ich bin ja schon Level 14. Alter, fett. Das ist, also Level 14 ist echt schon fett. So, okay. An den Dicken hier liegen. Zumindest probieren. Okay. Zu. So, ich bin jetzt oben. Dauert nicht mehr lange, dann bin ich bei dir. Ach, ich bin ja noch gar nicht bei dir, ich wundere mich. Ich bin ja gar nicht bei dir eingetreten noch. Ah. Ja, das ist am Anfang alles noch ein bisschen kompliziert, ey. Aber das wird dann. So. Junge, Junge, ich wundere mich, warum hier alles zu ist. Echt? Das ist doch Betrug. Schmelzung mit der Welt von Zwängen. So. Ich muss noch mal gucken, was das Absaugen ist. Das muss man bestimmt lernen. Hm? Nee. So. Bin wieder da. Okay.
Okay, prima. Ich bin auch gleich da. Oh, das ist echt gut. Also ich habe jetzt 694 Punkte. Genau, hier geht's zurück. Das ist auch gut. Ah, hier. Ich frage mich, wie viel der Schild bringt. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, wie viel der Schild bringt. Okay. Oh ja. Ja, also ich bin gestorben, aber der Schild bringt schon einiges, wenn man in die richtige Richtung steht. Okay. Falls du dann an so einem Stein vorbeikommst, kannst du ja nochmal rangehen. Ja, ich bin auch jetzt da. Kann jetzt meine Aktion. 111 habe ich. Ah, cool, da habe ich 895 Punkte. Dann kann ich bestimmt. So, warte mal, was haben wir denn? Stärke auf 3. Ah, jetzt brauche ich schon 731, um nächsten Level zu holen. Bist du noch in meiner Welt, oder? Ja, ich bin hier oben bei den Dicken und tot. Ah, warte mal. Komm ich mal. Boah, der kommt jetzt auch gerade. Ja. Also ich sehe jetzt sehe ich dich auch wieder richtig. Hat er dir noch mal eine Spitze nachgejagt? Ja, warte mal, ich lade mich noch mal kurz auf. Ja. Dass ich Energie bekomme. Jo, weil F geht nicht mehr. Aber ich muss sagen, das spiele ich schon. Also so, es sieht schick aus, aber es ist sehr, sehr billig gemacht. Ne? Oh, jetzt wirst du gleich wieder verletzt. Oh ja, Alter, er opfert sich immer voll. Genau, und beide haben wir dann nur eine Hälfte der Energie noch. Hm. Laden wir uns mal auf hier. Der macht, ich denke mal, der macht Harakiri oder so. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das gar keine richtige Firma ist, die dahinter steckt, so, sondern ein Einzelner oder so. Das wirkt auch bei den Patches immer so. Das waren immer so 32 Megabyte Patches und so, ganz, ganz merkwürdig. Ja. Das ganze Game hat ja nicht so viel. Ach, gut, okay. Ja, bin ich gestorben? Ich dachte, der Typ wäre tot. Alter, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der Typ wäre, den hätten wir gekillt. Nee. Ja, das meine ich. Das ist mir auch öfter passiert. Also ich merke nicht, wenn ich geschlagen werde oder wenn ich Schaden abkriege. Ja. Da fehlen wirklich so diese Anzeiger. Ja, ist irgendwie komisch. Also manchmal blutig und spritze und manchmal gar nichts. Genau, ich hab dann halt oben nur die Anzeige irgendwie. Das ist dann, dass er Energie abgezogen hat oder so. Aber manchmal passiert dann auch gar nichts. Alter. Alter. Der hat mir richtig eine verpasst. Und gleich auf den Boden gefallen hier. Alter, der hat so knapp über meinen Kopf über und weggehauen. Ja, jetzt hat er mich. Wie das aussieht manchmal, als müsste der auf Toilette. Ja. Ah, komm her. Sehr gut. Oh. Ich muss mich mal unten aufladen kurz. Ja, ich auch. Ich level gleich auch wieder. Ich habe 882 Punkte. 1300. Alter. Kann es sein, dass ich irgendwie mehr kriege, weil ich dir helfe oder so? Kann sein, Vollstecker. So.
Ich glaube, ich nehme Gesundheit noch ein mehr. Ja, ich auch. Ja, in dem Spiel muss noch viel gemacht werden. Also, es macht Spaß, auch cool. Aber das ist kein Remnant from the Ashes irgendwie, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, ne, das war ja richtig hochpoliert, Remnant from the Ashes. Ja. Und hat sich auch echt so schön flüssig gespielt, fand ich. Mhm. Also, was hier schon echt helfen würde, wenn man die Tasten umstellen könnte. Ja. Da geht das vielleicht. Die Tür da rechts ist zu. Da muss man erst den Endgegner killen. Es gibt hier Steuerung, aber. Ach, aber da ist der Tukor. Ach, hier ist doch. Ach du Scheiße. Jetzt schlagen beide auf mich ein. Oh ja. Und ich komme nicht weg. Ah, Scheiße. Ich hab entdeckt, wo man die Steuerung umstellen kann. Okay. Ich glaube, dann stelle ich mir mal kurz was um. Hm. Aber vielleicht kann man das, ich weiß nicht, auf Q legen oder so. Dass man auf Q das Rollen legt oder so. Ich leg's mir auf die linke Maustaste, also hier so eine Seitenmaustaste. Mhm. Ach übrigens, es gibt eine Waffe, die habe ich auch eingesammelt. Ich weiß nicht, ob die auch hast. Scherbe heißt die. Die ist schneller. Die ist, die habe ich bei letztes Mal auch dann umgestellt. Die war okay. Die ist echt gut. So. Controller neu zuweisen. Aber irgendwie gibt es hier kein Ausweichen, was man. Das ist ja komisch. Nebenhand. Ach doch, hier. Linke Steuerung ist hier ducken. Das ist doch nicht ducken, es ist doch Ausweichen. Ja. Okay, ich probier's mal so. Ja, genau, jetzt kann ich einfach so rumspringen hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann packe ich mir, glaube ich, den Schild aufs Alt. Also auch. Das mache ich auch noch. Das hat er auf Controller bei mir umgestellt. Okay. Dann ist da springen. Ja, das geht. Verschlagen. Okay, aber ich gehe mal wieder auf Tastatur. Es ist, ich weiß nicht, Controller ist nicht so meins. So, Steuerung. Wie komme ich denn jetzt wieder auf? Warte mal, jetzt steht hier Controller. Tastenbelegung zurücksetzen. Okay, dann habe ich hier Steuerung. Wo kann ich denn jetzt wieder Tastatur zuweisen? Weiß nicht. Ah, ich glaube, jetzt geht's, oder? Ja, jetzt habe ich es wieder. Ah, das ist noch nicht so ausgereift, das Ganze. Nee, aber ich finde es schon mal so viel besser. Hm. Ich kann wirklich einfach so mit der Maustaste jetzt springen. So, ich habe jetzt umgestellt auf Scherbe. Ach ja, du meintest. Ach doch, ich habe auch sowas. Ja, ja. Muss mal gucken, die ist wirklich leichter. Da kannst du mehr Schläge hintereinander machen und die braucht nicht so viel Energie irgendwie. Also Ausdauer. Aber Opferschwingeisen kann man auch benutzen. Und Säule. Ja, so, die sind noch rot, ne? Ja. Weil da fehlt noch ein paar Eigenschaften. Oder? Oh, der macht schon hier.
Oh, da kommt auch der Geist. Ja, lass uns mal einen Geist locken und dann platt machen. Beim Geist ist es dann auch besser mit der, wenn wir die Scherbe benutzen. Schwebt der bei dir auch so? Hm? Der hat mir die ganze Zeit geschwebt. Okay. Bei mir ist er mal gesprungen irgendwie. Aber was nicht passiert, wenn ich die Scherbe jetzt anfasse, dann kriege ich nicht mehr diese Heilungen. Okay. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht mehr mit F heilen. Ach so, ja, das ist ja irgendwann verbraucht. Du musst, wenn du mit F nicht mal heilen kannst, deswegen renne ich ja mal nach unten und kann mich dann mit E aufladen. Du hast, glaube ich, nur 2-3 Ladungen. Und erst wenn du ein paar Gegner wieder umgehauen hast, dann kriegst du wieder, kannst dich mit F wieder die Energie heilen. Der ist umgefallen. Ah, sehr gut. Ist die schon schnell, die Scherbe, ne? Ja, das stimmt. Na, Schneeweißchen? Aha. Schon eine Fehlfunktion am Hintern. Ja, Scherbe, oh, die fühle ich. Das ist, oh, jetzt können wir wieder ein bisschen leveln. 1751. Boah, ich habe über 2000 schon wieder. Oh, Alter, das gibt's ja gar nicht. Du bist ja YouTuber. Das kann, vielleicht kriegst du echt Bonuspunkte dafür, dass du hilfst oder so. Ich weiß es nicht. Oder du hast mehr Schläge getroffen, also mehr getroffen, ne? Das kann auch sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen immer dieselbe Menge. So, dann kann ich Ausdauer wieder einen hochsetzen, ganz wichtig. Stärke einen hochsetzen. So, jetzt habe ich nur noch 70. Okay, dann können wir gleich an den nächsten ran. Okay, dann machen wir den nächsten platt. Ja. Die können ja gar nichts. Und wenn wir den platt gemacht haben, dann kommen wir auch nochmal in so einen Zusatzraum. Da finden wir dann halt auch nochmal viele weiße Aktionen und können auch noch ein bisschen Stress machen. Und dann müssen wir auch bald schon, wenn wir die Aktionen eingesammelt haben, die anderen Gegner platt gemacht haben, dann können wir nochmal leveln und dann müssen wir auch schon zum Endgegner. Ist... Also hier links ist der Raum Fahrstuhl und hier rechts kann ich ja mal aufmachen. Ist noch ein Raum hier mit, da sind links ein paar Typen, die machen Stress, aber da müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Ich glaube, wir machen erstmal den großen Platz. Ja, ich bin hier, also ich habe einen schon mal durch die Wand platt gemacht. Ah, das habe ich ja auch schon mal geschafft. Im späteren Level dann. Ach du heilige Neune. Der ist ja gleich gut drauf. Wurm? So, ich mach schon mal die Tür. Nichts kann er, nichts kann er. Ja. Alter, jetzt. Ich bin fast tot. Ja, ich bin tot. Ach scheiße. Na gut. Naja. Hinten gerade sagen, lass uns nochmal Leben auffüllen. Ja. Ja, das macht echt Sinn. Sollten wir strategisch ruhig machen. Ich habe hinten rechts die Tür auch schon aufgemacht. Da können wir dann auch ein paar Leute noch killen. Ein paar Punkte holen dann. So, wie viel habe ich? Ach, 115 Aktionen. Naja.
Warte mal, ich will mal was gucken. Irgendwo konnte man das auch sehen, dass du diese heilende Injektion, dass du halt nur zwei, drei Injektionen hast oder so, ne? Also Ja, von. ich habe jetzt immer noch null. Aber was ich sehe, da wird so ein komisches rotes Ding drumherum, bläht sich auf. Ich glaube, wenn das einmal aufgeladen ist, dann kriegt man so ein Teil. Ja. So. Alter. Er hat mich fett weggemacht. Muss auch erstmal laufen. Oh, da kommt der Geist schon wieder. Ey, die haben einen Schaden. Oh, ich habe geile Pizza mit Maismehlboden gemacht. Oh, lecker. Ja, das ist echt gut geworden. Der kann ja auch laufen, der Riese, ey. Ja, So der ist wird es auch immer was am besten. machen. Ja. Sehr gut, jetzt keine platt machen. Ja, oder eher die. Oh, du hast es geschafft. Ja. Viel zu schwach. Musst nur aufpassen, du hast so wenig Leben. Wenn du mich wiederbelebst, nicht, dass du stirbst. Ja. Ach nee, wir haben beide noch mehr Leben. Ja, Sehr genau. Und schön. können wir uns nochmal aufladen hier? Aber ist schon ziemlich hart, aber macht echt Spaß. Ja, finde ich auch. Und zu zweit macht es noch mehr Bock. Also. Oh, ich kann jetzt sogar leveln wieder. Weil Oh. du den gekillt hast. Ja, ich brauche noch 200 Punkte. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt Energie, Tragkraft, Reflexe, Kognition und Weitblick voll vernachlässigt. Okay. Ja, ich habe auch die Weitblick habe ich auch vernachlässigt. Und diese kognitive Fähigkeit brauchst du später auch nur für Waffen, wenn du Pistolen kriegst oder so. Alles. Vielleicht noch mal Gesundheit. So. Ich habe nochmal Gesundheit gemacht. Ich sterbe ja so schnell. Ha, da liegt er. Aus, das ist auch nicht besetzt. Nee. Das hätte man auch zum Springen zum Beispiel nehmen können. Ja, stimmt. Und Space dann fürs Rollen oder so, ne? Ja, das wäre richtig gut. Stimmt, das ist ja. Boah. Gott, wie hab ich trotzdem trotz Ausweichens geschafft? Oh, ich habe wieder zwei Gesundheit. Ja, immer wenn wir neu starten, gibt es zwei neue. Und du kriegst dann. Kannst die dann auch aufladen. Also, wenn du mehrere umgebracht hast, kriegst du dann. Lädt sich das dann auch wieder auf, wenn die verbraucht ist. Nice. Ich verbrauche gleich mal eins. Zweit ist das echt viel einfacher theoretisch, aber jo, wir haben ihn, sehr geil. Er geht Oh, jetzt wie der noch, umgefallen ist. voll theatralisch. So, pass auf, jetzt zeige ich dir mal den anderen Raum erstmal. Jetzt können wir uns um die anderen mal kümmern. Ja. Jetzt erstmal hier rein. Oh ja. Hier sind jetzt veredelter Kohlenstoff habe ich aufgenommen. Dann habe ich hier Modell Kreuzschild habe ich jetzt aufgenommen.
Ach, das kann man sich dann bauen wahrscheinlich. Genau. So, hier geht's. Hier, genau, das war der Gang, der war von vornherein schon frei. Jetzt muss aber irgendwo hier noch auf der linken Seite auch eine Tür aufgegangen sein. Auch mit so einer Art, ja, so einer Art Krypta oder... Ist das der Raum? Ja, genau, hier. Hier geht's rein. Zwei Stück müssten da sein. Da findet... Runter? Nee, da musst du nur aufpassen, wenn wir die beiden haben. Hier findest du auch noch Zusatzpunkte, also Aktionen. Hier kann man runterfallen, muss man aufhören. Diese Ikea-Lampe da, die da rumfliegt, die tut uns nichts. Okay. Mal gucken. Irgendwo hier in der Ecke. Ach, da ist noch eine Treppe. Ach genau, hier geht's rein. Da habe ich am Anfang erst Angst gehabt, dass einer von denen aufsteht. Ja. Zeremoniendolch habe ich hier bekommen. Können wir den auch benutzen? Ja, nee. Aber auch erst später dann. Also wenn man mehr Kraft hat. Hier ist aber auch nichts mehr versteckt irgendwie, ne? Ne. So, draußen nochmal gucken. Ich glaube draußen irgendwo in der Ecke waren noch ein paar Aktionen verteilt. Ah, hier hinten ist zum Beispiel einer versteckt. Ah, ich höre was Matschiges. Da ist einer hinter dir rausgekommen. Warte mal. Ich sehe da gar keinen. Ja, ich habe ihn gerade platt gemacht. Ja, du hast gerade in der Luft rumgefuchtelt. Gab niemand mit dir. Krass. Ja, das sind die Grafikfehler, ne? Das ist ja der eine, der da jetzt so über Reling liegt. So, und hier ist auch irgendwo noch ein Aktion versteckt. Ja, hier ist einer und auch ein Gegen. Zwei sogar. Ah. Okay. Sehr gut, dann können wir jetzt ja nochmal zum Leveln gehen. Alter, oh, hier geht's gar nicht raus. Boah, das ist ja heftig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt F drücke. Ah, jetzt konnte ich mich wieder aufladen, sehr gut. Genau. Meine Aufladungen alle ausgegeben. Ja, die laden sich mit der Zeit dann wieder auf. Ach, unter dem Schild steht ja dann noch eine 1, habe ich. Also 1 habe ich dann noch, ne? Vermute ich mal. Nee, unten links in der Ecke steht mal 0 bei mir und bei dir. Ah, ja, bei mir steht jetzt auch 0. Stimmt, ja. Siehst du, das habe ich geachtet. Da steht, warte mal, steht auch so eine blöde Milchtüte vor, die nehme ich mal beiseite. So. Alter, das gibt aber fett schön Punkte. So, jetzt noch die Aktion schön. Alter, jetzt habe ich 2874. Gesundheit ein hoch. Ausdauer ein hoch. Ja, und dann wird schon wieder schwierig. Jetzt kosten die schon über 1000 die Level. Alter, die Endgegnerin ist auch so schwer. Musst du auch mal zuschlagen und dann am besten immer verpissen. Was ist eigentlich hier? Kommen wir von da? Ja, da ist unsere Schöpfung. Ach, von da kommen wir. Okay. Hm, da hinten sind wir quasi ins Wasser geträufelt worden. Wir müssen aufpassen, der Geist ist schon wieder hier. Okay. Der ist, glaube ich, rechts irgendwo. Mal den Platt, oder? Ja. Ja, da ist er mitten in der Wand. Okay. Jetzt auch nochmal Fettpunkte gegeben. So, bei mir steht jetzt unten eine 1, also eine Aufladung habe ich noch. Jetzt könnte man, theoretisch könnten wir, aber du hast volle Energie, ne? Mhm. Könnten theoretisch jetzt zur Endgegnerin gehen und oder vorher nochmal uns aufladen oder mich aufladen. Ja. Machen wir ruhig nochmal, also ich laufe nochmal kurz zurück. Genau, lad dich nochmal auf, ich warte hier. Genau, ich lade mich nochmal auf und dann kann ich einen sogar noch leveln.
Ich habe 1227. Ja, ich glaube, ich stelle noch mal an der. Siehst du, in der Zeit kann ich an der Steuerung noch umfummeln. Ah, was das wieder für eine Freude macht zu zweit. Alleine war ich dann irgendwann auch schon so frustriert. Zwar heute Morgen dann immer gelevelt und so, aber zu zweit ist das schon geiler. So. Stärke auf jeden Fall auf 5. Jo. Man merkt, ich bin kein Konsolenspieler. Also manche Sachen kann man mit Joypad gut spielen. Gerade Konsolenumsetzung, aber ich spiele sowas lieber mit Tastatur. Ja, ich auch. Aber es ist ein bisschen komplex. Dass ich es hinkriege jetzt. Wenn man steht und diese Ausweichtaste drückt, dann springt der komplett nach hinten. Genau. Und wenn du W nach vorne drückst, also dann W und Steuerung, dann springt das. Das ist jetzt hier so Remnant ähnlich, ne? Ja, genau. Wie viel Energie die hat und wie wenig wir der abziehen. Hier müsste man auch Energie einsammeln können, finde ich. Was meinst du? Hier müsste man Energie einsammeln können. Ah, wir haben sie bald. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Nee, ich bin tot. Scheiße. Oh nein. Ah. Hattest du keinen Dingsbums mehr? Nee. Naja, schade. Aber war gut. Also, ne? Fürs ja. Erste Mal. Auf jeden Fall. Theoretisch könnten wir auch gleich zur Endgegnerin gehen jetzt. Und einfach durchrennen, ne? Genau. Ja, können wir machen. So, warte mal, ich kann meine Aktion hier sammeln. Komischerweise stehen die jetzt hier. Boah, 100 Punkte, na hurra. Ich hab 1400, warte mal, ich level nochmal. Aber jetzt glaube ich, wenn wir jetzt nämlich zur Endgegnerin gehen und dann kann ich zweimal aufladen, dann ist die Chance noch größer. Ja. Also ich habe null Heilung. Okay. Okay, dann können wir einfach durchrennen jetzt. Jo. Hinten ist zwar auch der Ninja, aber den können wir auch ausweichen. Da steht jedes Mal, wenn ich den umgebracht habe, Geist getötet, aber für mich sieht er aus wie Ninja irgendwie. Ja. Bruce Lee ist das. Ja. Komm her, Püppi. Alter. Oh, ich habe sie fixiert.
Ist wieder scheiße, dann kann man nicht ausweichen. Ich habe keine Heilung mehr. Alter. Oh, ich bin gleich platt. Ja, wir haben sie, oder? Nee, ich bin... Ich sehe... Ja. Ich weiß mal, mir steht jetzt Abkömmling getötet, irgendwie. Ja? Ich war auch der Meinung, wir haben sie getötet und dann war ich auf einmal tot, irgendwie. Also ich habe gar nicht mehr ihre Lebensanzeige gesehen. Okay, aber die ist zu packen, ne? Ja, auf jeden Fall. Die war auch fast platt. Ich habe auch das Gefühl, später, umso mehr man drauf rumhaut, umso mehr zieht man dann zum Schluss ab. Boah, jetzt hat er mir wieder die Hälfte abgezogen, kann ich gleich wieder zurücklaufen. Ja, mach das mal, ich gehe trotzdem schon mal weiter. Ja. Oh, schön anfassen hier. So. Oh. Es kann sein, dass ich rein muss, weil der Kapuzenmann kommt jetzt. Ach nee, doch nicht, der wartet da unten sehr gut. Okay. Jetzt geht er wieder weg. Ich dachte, der Kapuzenmann kommt mir hinterher. Mhm. Hat er mich einmal leicht erwischt, aber jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Das ist das Blöde bei dem Energieaufladen, ne? Oh. Alter, ich bin gleich tot. Oh nein! Ey. Du bist tot, oder? Ja. Mann! Boah, das ist ja nervig, ey. Könnte natürlich auch noch mal ein, zwei abmackeln und noch mal ein, zwei Level höher leveln oder so. Ja, wenn du willst. Ja, lass uns ruhig noch mal... Dann machen wir hier noch mal zwei Platz, zwei Ritterchens hier. Alter. Jetzt los. Er hat mich mit seinen Pfeilen ermordet. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Mist. Ah, das ist schon eine harte Nummer hier, das Game. Ja. Aber okay. Wir sind ja schon einiges Leid und Kummer vom Zocken gewohnt. Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir den auch einmal platt. Alter, was ist denn das, ey? Ja. Jetzt noch mal den einen hier platt machen. Da ist aber auch der Geist noch. Ja, der rennt da auch schon wieder rum. So, guckst dir an, ja, wieder an und gerannt kommt. Thank you.
Alter, den haben wir in die Mangel genommen. Ja. So. Nochmal aufladen, lieber. Ja, jetzt leveln wir nochmal und wir können uns auch noch einmal, obwohl eine Aufladung habe ich, das können wir ja mal probieren. Eine Aufladung, zwei wären natürlich besser gegen Endgegner, aber okay. Ja, ich habe gar keine. Also ich habe null. Kriegst du keine, wenn wir... Ach ja, du musst erst sterben, damit du bitte eine neue bekommst, ne? So, Gesundheit gehe ich nochmal ein hoch. Wie viel hast du jetzt? Also ich bin jetzt bei Gesundheit 7 von 7, Ausdauer 5 von 5, Stärke 5 von 5. Okay. Ja, dann nehme ich auch nochmal eine Gesundheit. Hm. Okay. Aber ich kriege bald eine Aufladung hier fürs Heilen. Ah, okay. Also ich weiß immer nur, ich weiß nicht, ob die zeitlich kommt. Ich glaube, die kommt dann immer, wenn man wem umbringt oder dann lädt sich das wohl auf. Genau, unten links sieht man ja so einen roten Kreis eigentlich, ne, der sich so füllt. Genau, und wenn er voll ist, dann... Ja, gibt es eine Aufladung und ich glaube immer, wenn wir wen töten. Wollen wir den auch noch, oder? Wollen wir, also dann könnten wir noch einen leveln, also... Yo. Das ist mir richtig besorgt. Ja, jetzt muss ich aber mich nochmal aufladen gehen. Ja, genau, ich auch. Und dann kann ich auch gleich einen leveln wieder. Ja. Obwohl ich habe hab jetzt auch noch eine Heilung. Ah, warte mal, der Ninja kommt. Der Geist greift dich an. Ich bin gleich tot. Lass mich wieder wegrennen. Ah, sehr gut, dann haben wir die Punkte auch noch. Ich wurde geheilt. Ich habe jetzt auch wieder zwei Aufladungen unten. Komisch. Da soll mal einer durchsteigen. Vielleicht liegt es daran, weil wir unterschiedliche Charaktere sind. Vielleicht ist es bei deinem Charakter so, dass der unter gewissen Umständen dann aufgeladen wird oder so. Tja. Das kann schon sein. Dann nehme ich nochmal Stärke. Ich nehme Ausdauer. So. So. Sind gute Voraussetzungen jetzt theoretisch bei der Endgegnerin. Ja, ich habe auch eine Heilung noch extra. Hm. Die auch besser ich jetzt. Mit diesem, was du meintest, mit R anvisieren. Hm. Also da kann man echt besser kämpfen dann. Ja, genau, weil dann bleibt er auch dran. Und wenn du das nicht machst, dann hast du das Problem, dass du zuschlägst, aber immer um ihn rumläufst oder so, ne? Ja, was nur dann doof ist mit R ist, der ist nicht so mobil, der ist so steif. Und genau, der fixiert sich so am Gegner und du musst dann wieder R drücken, damit du weglaufen kannst. Ja. Das ist auch mein Problem ganz oft, dass ich dann... So. Sieht blöd finde beim Aufladen. Manchmal gar nicht lohnt aufzuladen, weil du, sag ich mal, du stirbst schnell, aber wenn du dreiviertel Energie nur hast, du verwendest dann ein komplettes Paket schon wieder. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Ja. Jo, sehr geil. Ne, weißt du, was ich meine? Du hast zum Beispiel oben fehlt dir nur ein Viertel von der Energie und dann denkst du so, scheiße, jetzt gleich bin ich platt und
dann nimmst du F und lädst komplett auf. Besser wäre wahrscheinlich, man würde es... Ah, hier können wir wieder... Oh, hier können wir jetzt auch leveln. Besser wäre, man würde die Energie erst aufladen, wenn sie ganz am Anfang, so zum Schluss ist. Ja gut, aber das ist ja dann ein bisschen gefährlich, weil wenn du nur einen winzigen Schlag abkriegst, dann stirbst du. Das stimmt, ja. So. Alles klar, prima. Oh, ich kann jetzt den Zeremoniedolch benutzen. Ah, geht jetzt? So. Ja. Ja, bei mir steht noch drei. Ich brauche noch Reflexe. Drei Stück. Die fehlen mir noch. Okay. Ach, da bist du. Na, ich habe dahinter mal geguckt, ob es da was gibt. Ach, genau. Du bist, ich bin der Autor, du bist mein Abkömmling, ja? Das hört sich auch nett an. Naja. So, über einen freien Willen und Stille in Durst. Was bin ich, kann ich jetzt nochmal fragen. Du bist ein menschliches Wesen, ein Neugeborener. So. Mal abkürzen hier. Und ich glaube, der speichert ja jetzt hier, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Doch müsste eigentlich, theoretisch. Weil sonst würde ich sagen, könnte man vielleicht langsam auch Schluss machen, weil ich nochmal einen rauchen muss. Mhm. Können wir machen. Dafür gehe ich runter. Ja. Also wir können ja nochmal da reingucken oder so, oder ich weiß nicht. Oder ich mache, wir bleiben jetzt hier kurz stehen, passiert doch nichts. Und dann warte ich so lange, bis du wieder da bist. Ja, aber ich muss runter ganz ins auf den Hof und so. Ach so, ja, macht doch nichts. Kann ja die Pausenmusik anmachen hier vom Stream. Ja gut, können wir machen. Also dann bis gleich, ne? Bis gleich. Dem Fenster, der Regen fällt so fein. Ich starre in die Leere, wann kommst du wieder heim? Die Antwort fällt mir schwer. So leer. Und der Mond scheint nur für dich. Und die Sterne leuchten hell heute Nacht. Und die Zeit steht still für mich. Wie ein langer Traum bin nie aufgewacht. Und der Mond scheint nur für dich.
starre in die Dunkelheit. Ich suche nach dem Licht. Ich hoffe auf Erlösung, doch Wunder gibt es nicht. Ich warte ganz allein. Allein, das kann der Weg nicht sein. Aufs falsche Pferd gesetzt. Wir sind nicht mit uns im Rein, stehen nicht auf eigenen Beinen, sind permanent verletzt. Innerlich keine Ruhe. Dabei zu, wie wir längst nicht mehr bestehen. Es wird Zeit, dass wir uns neu verstehen. Im Ödland können wir nicht mehr bestehen. Geliebte Zeit zu zweit. Und schon sind wir bereit, den Weg nach vorn zu gehen. Komm, mach's dir nicht so schwer und sei dein eigener Herr. Du kannst es wohl ersehen. Es wird Zeit, dass wir uns neu verstehen. Im Ödland können wir nicht mehr bestehen. Wie
wieder an und stehen wieder auf live. Zack, da sind wir wieder. Bin ich jetzt rausgeflogen? Er hat nichts gesagt. Ich sehe dich nur nicht. Ja, ich bin rausgeflogen. Aber das mit dem Stein, das ist schon sehr an Remnant angelehnt, finde ich, ne? Ja, enorm, auch wie die das anfassen, ne? So mit einer Hand und. Ja, und auch wenn man in die Boss-Arena tritt. Ja. Ah, oh, jetzt kriegst du erstmal einen Arsch voll, weil du so lange weg warst. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie geht's denn weiter? So, jetzt geht's um Obscurity, das ist auch interessant. Da kann man dann Waffen verbessern und herstellen und so. Ah ja. So. Das sind wenig Gegner. Aber du hast halt hier hinter zum Beispiel was versteckt. Hier ist irgendwas Gelbes. Hier. Ach, bin ich schon vorbeigelaufen. Ja, aber ich kann es zum Beispiel nicht aufnehmen. Warte mal. Ach, da ist es, genau. Nö, ich kann es auch nicht aufnehmen. Was ist das denn? Das ist aber auch ein Fehler am Spiel. Meinst du, das kann man aufnehmen? Ja, du kannst. Hier sind viele versteckte Sachen so. Dann mal. Ach ja, von da sind wir ja gekommen. So, müssen wir mal links lang. Ich gucke hier nochmal. Hier findest du auch teilweise, also wie gesagt, die Aktionen sind ganz oft versteckt. Ist aber keiner. Okay. Da unten sind einige. Ja. So, man kann jetzt hier auch die Treppe hoch. Also einmal Treppe. Hier ist zum Beispiel ein. Ah. 33 Stück. Verwinkelt hier. Ja, das ist echt riesig. So, warte mal. Ah, hier geht's auch runter. Hier können wir dann einige einsammeln. Hier kann ich das erstmal aktivieren. Die Rüstung. Jo. Genau, Rüstung gibt's noch. So. Lohnt sich voll. Ja. Assisi, ja, und diesen Platz auswählen. Wenn du dieses Drahtgitter anklickst. Omnikubus-Umkehr. Da kannst du, glaube ich, wenn du mit C1 oder so drückst, dann das irgendwie auswählen. Also wenn du dann C drückst, wenn du es ausgerüstet hast, und 1 drückst oder so, dann kriegst du das.
So. Ja, aber ich wüsste nicht, wie das funktioniert, also. Da hinten ist auch noch was, da ist auch noch ein Stein. Aber wir können ja mal kurz hier runtergehen, kann ich dir das mal zeigen? Ah, hier ist auch noch antiquierte Offiziersgelewe haben wir auch noch bekommen. Oh. So, hier gibt es jetzt die Maschinen. Versorgungsstation, Heilmethode verbessern, aber es hat bei mir nie geklappt. Ja, geht hier auch nicht. Und da braucht man wahrscheinlich was Spezielles. Hier kann man seine Technikstation, hier kannst du Ressourcen verarbeiten. Das machen? Keine Ahnung, ne? Nee, also bei dem Universaldrucker, den ich habe, da kannst du halt Ressourcen verarbeiten. Dann kannst du unten auch Sachen, die du nicht brauchst oder so, zerlegen. Und dann kannst du zum Beispiel ja Waffen oder so drucken. Ich könnte jetzt Modell Kreuzschild oder so drucken. Das hat mir aber bis jetzt noch nichts gebracht, weil dieses Modell Kreuzschild habe ich ja sozusagen schon. Also das hatte ich ja schon mal eingesammelt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob auf der linken Seite hier noch irgendwas ist. Nö. Ah, hast du die Aktion eingesammelt? Mhm. Ah, cool. So, dann können wir theoretisch wieder nach oben weiter. So, hier gucke ich auch nochmal hinter, aber... Ja, ich gucke auch nochmal hier hinten. Hm. Hier gibt es noch eine Tür, nutzen kann. Das ist schon ein bisschen clunky, also ne, so klobig, weil man bleibt überall hängen und so. Ja. So, du bist jetzt nach oben weiter, oder wo? Genau, ich bin ganz nach oben weiter. Hier ist auch noch eine Leiter. Ah, hier kann ich auch noch... Alter, 999 Aktionen habe ich hier noch eingesammelt. Das ist ja cool. Das ist nice, ja. Ich sehe, hier oben ist noch ein Muster. Da steht Muster D, Auge 35440, 3585. Das ist so, sowas ähnliches habe ich ja gestern als Nummer auch abfotografiert. Aber keine Ahnung, was man damit machen kann. Noch die Türen nicht aufmachen. Nee. Wir müssen jetzt hier irgendwie eine Nebentür noch finden. Und da können wir dann in die andere Welt reingehen. Okay. Ah. Hier ist auch noch eine Aktion versteckt. Ich leuchte jetzt auch so komisch. Bewusstseinsgefäß unbekannt habe ich. Was kann ich nirgends. Ja, stimmt, du leuchtest so bläulich, ne? Ja. Alter, voll edel. Voll abgehoben. So. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, wir müssen noch mal nach unten. Oder müssen wir hier raus und dann rechts irgendwo lang? Mal, da hinten ist auch noch was zum Einsammeln. Ich sehe den vom Weiten, aber nicht vom Nahen.
Komisch, komisch. Hm. Auch hier irgendwo Wände zerstören. Ja, das kann sein. Von weiter oben dann runterspringen oder sowas. Ja. So, ich glaube sogar. Müssen wir denn jetzt komplett nach oben? Warte mal, nehmen wir mal die nächste Ebene und suchen mal. Ist noch auf jeden Fall in so ein. Ist das vielleicht. Ne, da drüben ist ja auch eine Tür, aber warte mal. Oder ist. Ist das da, wo wir herkommen? Gehen wir nochmal runter. Jetzt bin ich ganz unten. Ah, genau. Du musst. Folg mir mal bitte. Nach ganz unten. Wohin? Die Treppe runter, wo ich reingegangen bin. Warte mal, ich komme mal hoch. Ah, genau. So, und jetzt müssen wir rechts lang. Und da kommen wir dann zur nächsten Welt. Ah ja. Ich glaube, die in der Mitte ist es. Jo, Arcology heißt es. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Ja, das ist also 5 GB hat das Game und man merkt halt wirklich, es ist so ein bisschen, also doch so ein bisschen klobig, ne? Manchmal so von der Steuerung her. Ja. Liegt hier also auch jetzt hoch. Nicht dramatisch, aber. Ja. So, komm mal zu mir. Wir müssen jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Einsteigen. Oh, ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass man versucht hat, wie früher, aus so einem 64K-Game oder so irgendwie zu machen. So, ne? Ja, stimmt. So ein bisschen die Grafik bisschen schlechter und so, ne? Hier gibt es ja überall so Hände unterwegs. Ja, ich weiß nicht, ob man da später noch hochkommt. Ab und zu zeigt da ein E an, dass man darauf reagieren kann. Vielleicht. Noch was versteckt. 444 Aktion. So, ach warte mal, kann man hier nicht den Spalt irgendwie aktivieren? Oder war das weiter oben? Oder weiter unten? Dann kommt das bestimmt oben weiter. Das war. Ah, hast du gefunden, sehr gut. Den auch gar nicht aktivieren. Also du kannst nur in deinem Spiel mit den Sachen interagieren. Okay. Echt eher so passiv hier. Ja, ich bin der König. Und diese Axiome, wenn man die verbraucht, braucht man die auch für was anderes? Nee, die brauchst du eigentlich nur, um die Punkte aufzubessern oder so. Ich verstehe nicht, warum der die dann nicht gleich da reinpackt. Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich damit der mehr Spaß da ist oder so. Aber ich konnte die nirgends, also noch nie irgendwo einsetzen oder so. So. Hier gibt es auch ein Secret und zwar hier oben diese Bäume. Was ist hinter dir? Kann man dann nämlich auch nach oben irgendwie. Ich glaube geradeaus gibt es einen Fahrstuhl.
Jo. Was noch? Oh, Schusswaffenkonduktor habe ich bekommen. Alter, der hier stirbt einfach nicht. Okay. Hier so einen unbesiegbaren. Oh. Jetzt, Alter. So, wir können ja mal zum Fahrstuhl gehen. So, da kann man nämlich oben dieses Secret einsammeln auf der Lampe. Diese schnelleren Waffen sind echt ein bisschen besser. Mhm. So, da kann man nämlich hier, warte mal gucken. Ich versuch's mal. Jo, ich hab's geschafft. Das sind nämlich 777 Aktionen. Wieder unten? Ja, ich bin runtergefallen. Am Rande, da war noch so ein zwei Stück, ne? Zwei Aktionen. Ja, die hatte ich aufgesammelt. Ah, sehr gut. Hast du oben das aktiviert? Nein. Ah, warte mal, es kann sein, dass ich das wieder nur kann. Genau, ich kann hier nichts aktivieren oder anfassen. Ah, ich hab, genau, ich hab mir erst geholt den Fahrstuhl. Ich wollte schon wieder aussteigen. So. Noch her. Ja, die haben. Hier gibt's auch Zeug. Okay. Ah, nein, ich bin runtergeklatscht. Aua, aua, das hat richtig weh getan. Aber da kann man auch hin. Ja, mit den Kisten, ne? Ja. Da hinten sind dann auch irgendwas zum Einsammeln. Oh nein, jetzt bin. Ja, ich bin sogar gestorben an der Stelle. Oh nein. Aber ist nicht schlimm, weil wir sind ja gleich da. Ist ja nur die Treppe hoch. Alter, das ist schon ein klumpiges Spiel. Naja. Die Stunde des schwarzen Lochs tritt jedes Mal ein, wenn die beiden Ringe des Uhrwerks übereinander liegen. Ah. Ah. Ich habe immer gedacht, das sind Klogefühle. So. Okay, 865 konnte ich eintauschen. Ach, die sind ja jetzt hier. Hm, genau, wir können jetzt raus. Genau, müssen die jetzt alle killen und dann kommt da. Oh, kommt da gleich so eine Art Endgegner. Deswegen würde ich auch gleich nochmal leveln. Aktionen 1150, das reicht noch nicht genau. Ah, wo hat der denn her geschossen? Da muss er von hier. Ach, da ist er. Alter, Luke Skywalker hier. So viel Star Wars geguckt, der Typ. So. Ich finde auch. Und bei mir ist, also der zeigt manchmal an, dass die schon quasi kein Leben mehr haben, aber die leben noch fett. Ja. Ja, ist komisch. Was ich halt ein bisschen blöd finde, manchmal, wenn er einen fokussierst und dann fokussiert er gleich den anderen und du bist dann, kannst dich dann kaum bewegen oder so, ne? Ja, das auch. Hier hinten sind, es sind noch zwei. Die mit der Keule, die finde ich auch übel. Wenn du gerade mit einem kämpfst ohne Keule und dann kommt der angelaufen.
hinter dir, Vorsicht. Ja. Aber dafür sind die schnellen Waffen wirklich gut. So. Ich kann schon wieder Energie gebrauchen. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt runter, weil ich kann jetzt auch wieder einen aufleveln. Und dann können wir ja mal zu dem Endgegner. Ich habe den beim zweiten Mal oder so geschafft. Das ging sogar. So. Sogar noch drei Aktionen, die ich eintauschen kann. Alter, aber ich kann nicht. Zwei Punkte fehlen mir noch, dass ich leveln kann. Das ist ja übel. 1878. Heftig. Naja. Dann geht's weiter, ne? Ja. Ah, falsche Richtung. Oh. Ja. Nicht hier, nicht aus. Genau. Gibt so ein paar Stellen, da falle ich immer wieder drauf rein. Ich höre aber irgendwo noch einen. Hast du 11 Aktionen, jetzt kannst du leveln. Ah, sehr gut. Ja, hier sind auch noch welche. Kann ich die auch noch mal kurz einsammeln? Oh, 333 sogar. Sehr gut. Achso, die auf der Treppe. Ah, ne, hier ist er. Okay. Stimmt, wenn du die einsammelst, bekomme ich die ja auch, ne? Also wenn du die einsammelst, bekomme ich die ja auch, ne? Ja, genau. Das ist gut. So. Dann nehmen wir nochmal Stärke. Jo. Jetzt geht's ab. Mal gucken, ob hier. Ah, hier liegt auch noch was. So, kühnes Abbild habe ich bekommen. Alter, den haben wir aber gegrillt hier. Wo geht's hier eigentlich lang? Mal kurz gucken. Keine Ahnung. Ah, hier ist auch noch was. Insulinstange. Oh, schon wieder. Was war eine schöne Insulinstange? Ach, das heißt Inseliumstange oder so. Ach so. Ach, dieses Viech. Mhm. Du zähmst ihn, ja? Oh nein, ich bin tot. Wollte ich gerade heilen. Ah, scheiße. Oh, du bist auch gleich gekommen. Ja. Ah, ich habe auch keine Heilung mehr gehabt. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du kannst da hinten auf diese Container hüpfen. Ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir können ja auch noch einen Versuch machen und wenn es nicht klappt, dann machen wir ruhig Schluss, ne? Ja, finde ich gut. Dann kann ich noch was essen in Ruhe. Jo. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich den geschafft habe. Ja. Ah!
voll mächtig aus, wie wir die Halle hier betreten. Yo! Super. Alter! Ich war fast tot. Yo, check the flow. So, das Schöne ist, wenn wir da drüben sind, können wir dann Riss aktivieren und den Speicher hat er da. Oh, Alter, da können wir auch wieder leveln. Oh. Sehr gut. Dann werde ich gleich mal nochmal leveln hier. Ich kann nicht, mir fehlen noch ein paar Punkte. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder volles Leben. Ja, das ist schon mal gut. Ja, wollen wir dann sagen, reicht? Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Mach auch den Stream jetzt aus. So.